So, liebende, liebe Zuhörende, zu Beginn dieses Videos möchte ich euch erstmal herzlich willkommen heißen. Heute möchte ich an diesem besonderen Vollmond, der ein Vollmond der Struktur, des Strukturfindens ist, weil gemäß der vedischen Astrologie ist der Mond in der Jungfrau und die Sonne in dem Fischezeichen und es ist nach dem vedischen Kalender für gewisse Leute der Jahresanfang. So, und ich möchte gerne über den Satz sprechen, sei die Veränderung, die du sehen möchtest. Als ich jung war, also 16, glaube ich, 18, da habe ich ein Buch gelesen, was mich sehr fasziniert hat. Sehr einfaches Buch. Es war von Heinz Körner, vielleicht hat das auch jemand von euch gelesen. Es hieß Johannes und zum Schluss dieses Buches hat der Autor darüber gesprochen, dass der einzigste Weg aus dem Sumpf der ist, den Sumpf zu verlassen. Also alles trocken zu legen. Es gibt gewisse Leute, die mit dem Sumpf hin und her werfen. Dann gibt es gewisse Leute, die den Sumpf beschimpfen. Ah, schrecklicher Sumpf. Der Sumpf ist die Ursache von all meinem Leid. Aber wenn wir jemanden angreifen, greifen wir als erstmal unseren inneren Frieden an. Und ich bin persönlich der Überzeugung, dass wenn jeder Frieden wählt und jeder daran arbeitet, etwas zu schaffen, was rein ist, was gut ist, dass es die größte Kraft ist. Also das fing schon früher an, da haben wir schon gesagt, nicht die Welt verändern, sondern uns selbst verändern. Wenn ich versuche, dich zu verändern, natürlich kann ich dich höflich bitten und sagen, my dear Queen or my dear King, bist du bereit, dich zu verändern? Bist du bereit, etwas zu verändern? Ich habe einen Veränderungsvorschlag. Bist du bereit, diesen Veränderungsvorschlag zu hören? Und wenn die Person dann sagt, ja, dann kann ich anfangen zu reden. Aber wenn man mal so ein bisschen nachdenkt, ist das nicht so fein, ist es nicht so großartig, wie wenn ich mich selbst verändere und dann ein Vorbild gebe und das lebe, was ich, also die Welt lebe, die ich gerne sehen möchte. Und ich möchte etwas darüber sprechen, also eine Anregung geben, was das ungefähr sein könnte, was wir verändern könnten. Und vielleicht, manche von euch haben die Optimum-Beziehung gelesen, mein Buch, was ich auch unter diesem Video posten werde, also ein Link dahin. Das ist im Moment in einem annehmbaren Preis, denke ich. Da schreibe ich über die 7 Punkte einer funktionierenden Beziehung. Und ich denke, dass wenn wir es schaffen, den Kram, also den Mist, also den Garbage, den Müll, mit anderen Worten, rauszuhalten aus unseren Beziehungen, wenn es jeder irgendwie versucht zu verwirklichen oder mehr Menschen zu verwirklichen, dann werden wir in einer sehr neuen Situation leben. Ich glaube, dass Beziehungen super, super wichtig sind, weil Beziehungen sind letztendlich alles. Also ich rede jetzt nicht nur von Beziehungen zwischen Mann und Frau, jede wichtige Beziehung, Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, Familienbeziehung. Und die beste Beziehung ist natürlich eine Liebesbeziehung, aber nicht eine Beziehung, die nur dem Namen, die nur den Namen nach eine Liebesbeziehung ist, sondern eine Liebesbeziehung ist eine Beziehung, wo ich auch dem Namen nach liebevoll handle, nicht wahr? Und die Sachen reingebe in die Beziehung, die ich gerne selbst sehen möchte. In einem Kapitel von dem Buch Die Optimum-Beziehung, eins meiner Lieblingskapitel, übrigens, ich sehe mich nicht als der Kreierer dieses Buches, es ist letztendlich durch mich geschrieben worden, also durch die Lehre auch und die Erfahrung, die ich machen durfte, auf meinem Weg. Also ein Kapitel ist heißt in diesem Buch der Angstkörper versus der
Liebeskörper. Angstkörper versus der Liebeskörper. Und da spreche ich von dem Körper, der zwischen zwei Menschen ist, also zwischen mir und dir. Ist ein unsichtbarer Raum. Und ich own 50% and you are owning 50%. Also ich habe 50% von diesem Raum und du hast 50% von diesem Raum. Und wir sind verantwortlich, was reinkommt. Wir können uns anschreien, wir können uns beleidigen. Aber wenn wir diesen Raum kunstvoll betreten, also sehr bewusst betreten mit den Menschen, und wenn wir Beziehungen, eigentlich lohnt es sich, die einzigste Art von Beziehungen, die sich lohnt zu führen, ist im Grunde eine Liebesbeziehung. Warum soll ich eine Hassbeziehung führen? Oder warum soll ich jemanden beleidigen oder so? Das bringt es ja überhaupt gar nicht, jemanden zu beleidigen. Da kommt nur Schlechtes drauf zurück. So, wenn ich also praktisch darauf achte, wenn ich in diesen Raum reingehe, dass es ist, als würde ich in einen Tempel reingehen. Ja, deswegen sage ich es auch wie ein Tempelraum zwischen dir und anderen Menschen. Da würde ich mich nicht wie ein Rümpel benehmen, sondern es ist wie, wenn du in eine Kirche oder einen Tempel reingehst, dann hast du eine gewisse Andacht. Ist eine gewisse Andacht da. So, da ist heute an diesem Vollmond im März, an dem 28.03., darum geht, eine neue Struktur zu schaffen oder die Struktur vorzubereiten, auch für den Jupiter im Wassermann. Da geht es auch um Menschlichkeit, um Freundschaft, um Kameradschaft, um Hoffnung, um Einigkeit. So dachte ich, ist nochmal gut, wenn ich kurz durch diese 7 Punkte einer funktionierenden Beziehung gehe. Und der erste Punkt ist, wir müssen miteinander reden. So, dieses Miteinander reden heißt nicht über WhatsApp nur oder über Telefon nur, sondern das bedeutet, dass ich und du, wir sitzen zusammen, uns gegenüber und wir haben eine Beziehungskonferenz. Und in dieser Beziehungskonferenz, da sitzen wir und scheren, was gerade in unserem Leben so ungefähr abgeht. Also einer hört dem anderen zu. Und der andere, einer spricht und der andere, und die andere Person hört nur zu. Und dann sagst du, okay, das und das ist gerade in meinem Leben aktiv, darüber habe ich nachgedacht. Und dann, wenn du fertig bist, fragst du nach einem Feedback und dann spricht die andere Person und dann hörst du zu. Also nicht über Internet, nicht über ganz real Kommunikation. Und es ist eben ein Mitteilen, wo wir sehr tief über das reden, was uns im Moment betrifft. Und der zweite Schritt ist, auf Gegenseitigkeit und Ausgewogenheit Acht geben. Das ist jetzt ein Ding des Alltags, wo es um den Alltag geht. Also da geht es darum, dass nicht nur der eine nimmt und der andere gibt, sondern dass jeder etwas reingibt in den Tempel, in den heiligen Raum, der zwischen dir und mir ist. Also dass jeder etwas dazu gibt und nicht nur der eine gibt und der andere nimmt. Und dass jeder seine Talente also auch in die Beziehung reinbringt und nicht nur einer sein Talent reinbringt. Also jeder hat ja gewisse Fähigkeiten, nicht wahr? Und wir sollten nicht geizig mit diesen Fähigkeiten sein gegenüber den Menschen, mit denen wir in einer Liebesbeziehung sind. Wir sollten versuchen, das zu geben. Natürlich nicht, wenn wir ausgelaugt sind, sondern auch nur, wenn es echt ist. Also es bringt überhaupt nichts, wenn jemand Ja sagt, aber Nein denkt. Ja, ist auch sehr wichtig. So, der dritte Schritt ist es, Raum für Intimität zu schaffen. Da ist auch die Kommunikation, von der ich gerade eben gesprochen habe, schon mal sehr wichtig gewesen. Intimität bedeutet nicht nur körperliche Intimität, es bedeutet eben Wahrheit, in der Wahrheit zu sein. Oh mein Gott, wie schwierig das ist, jemandem die Wahrheit zu sagen. Ich sehe zum Beispiel oft, wenn ich Couples coache oder Leute, die in Beziehungen sind, die haben vielleicht sich in den ersten 2 Monaten oder in den ersten 2 Jahren haben sie sich die Wahrheit gesagt.
Aber dann kamen immer mehr Geheimnisse dazu. Oder, ach, der versteht mich ja so und so. Und ich habe natürlich auch mit Beleidigungen zu tun oder mit Verletzungen zu tun, weil dann eröffnet man sich oder verschließt man sich. Da kommen wir gleich beim fünften Punkt darauf zu sprechen. Lerne wieder gut zu machen, wenn der Partner verletzt wurde. Das sind dann, da werden dann die Türen geschlossen und dann kann keine Intimität mehr stattfinden. Also dann kann dieser Raum nicht mehr geschafft werden. Also es braucht auch einfach Qualität Zeit. Für jede Beziehung braucht es Qualität Zeit. Und du weißt, wie das ist, schnelllebige Zeit. Keiner hat Zeit für irgendwas. Jeder hat einen Terminkalender voll oder so. Wir haben tausende Kontakte, sage ich immer, und keine Beziehungen. Ja? Da kann keine Intimität hergestellt werden. Smileys zu schicken und guten Morgenbilder zu schicken, das ist nicht, was mit ein Raum für Intimität schaffen gemeint ist. Sondern ein Raum für Intimität schaffen bedeutet, dass man wirklich auch mit seiner Aufmerksamkeit Qualität, also mit Aufmerksamkeit Qualität zusammen verbringt. Ja, zum Beispiel einen Spaziergang macht oder irgendetwas, ein Picknick macht oder einfach in dem sichersten Raum zusammen ist, ja. Und Zeit hat, einfach Zeit hat, allein um sich schon körperlich nahe zu kommen. Einfach Zeit hat dafür. Und ja, das ist sehr wichtig, weil und dann mit der Wahrheit da zu sein, mit der ganzen Verletzlichkeit da zu sein. So, dann vierter Schritt, das Wählen der alltäglichen Prioritäten. Also natürlich in dem Buch ist es viel ausführlicher. Und man kann jedes Mal, wenn man durch die Punkte geht, andere Punkte hervorheben. Das Wählen der alltäglichen Prioritäten. Auch das Verstehen der Prioritäten des anderen. Jemanden zu verstehen, bedeutet die Priorität zu verstehen. Was diese Person im Moment für eine Priorität hat, das zu verstehen, ist sehr wichtig. Und die meisten Vergehen werden begangen, weil jemand nicht die Priorität des anderen versteht. Beispiel. Wenn zum Beispiel jemand bei Greenpeace gearbeitet hat, viele, viele Jahre, oder in irgendeiner Non-Profit-Arbeit, er wollte vielleicht die Welt retten oder sie wollte die Welt retten, und dann jetzt in ihrem Leben geht es, oder in seinem Leben geht es ganz viel darum, eine materielle Basis zu schaffen. Das heißt, er wird oder sie wird mehr Zeit in ihre Arbeit rein investieren. Dann ist es sehr wichtig, wenn ich jemanden liebe, zu verstehen, die Person hat im Moment diese Priorität und sie nicht dafür zu verurteilen. Weil jetzt ist vielleicht Geld verdienen die Priorität, weil die Person hat lange Zeit nicht Geld für sich selbst verdient. Oder natürlich, wenn eine Person eine Sprache lernt, zum Beispiel, weil sie in einem fremden Land ist, dann geht dafür Zeit auf. Oder wenn eine Person lange Zeit immer nur praktisch oberflächlich gelebt hat und dann sich der Meditation zuwendet, dann geht gewisse Zeit dafür drauf, dass sie vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde in einem geheiligten Ort in der Wohnung sitzt und meditiert. Und dann sollte ich versuchen, diese Sache zu unterstützen. Zum Beispiel, indem ich selbst leise bin. Das ist dann eine Liebesbeziehung. Das bedeutet, man wirft sich einen Ball zu und empfängt einen Ball. Also das ist so dieses feine Spiel, was da sein muss. Wenn ich die Prioritäten des anderen verstehe und wenn ich eine Liebesbeziehung mit der Person habe, dann unterstütze ich sie oder ihn dabei, diese Prioritäten zu erfüllen. Weil, lass uns Hand aufs Herz legen, es ist einfach mal so, dass wir in der Welt der Dualitäten leben. Und in der Welt der Dualitäten, die ist so wie eine kalte Wüstennacht, nicht wahr? Da gibt es in einer kalten Wüstennacht
nur eine kurze Decke. Wenn ich sie nach hoch ziehe, sind die Beine kalt, Füße kalt. Wenn ich die Decke zu den Füßen ziehe, dann ist mein Hals unbedeckt. Wenn ich die Decke nach rechts ziehe, wird es links kalt. Wenn ich die Decke nach links ziehe, wird es rechts kalt. Das ist, was die materielle Welt ist. Es ist immer unperfekt. Vor allen Dingen als Astrologe sieht man das. Es gibt jede Woche tolle Konstellationen oder schöne Tage, leichte Tage. Es gibt aber auch schwierige Tage. Ja, jeder Tag in sich ist aufgeteilt zwischen verschiedenen Episoden. Du kannst am Morgen ein wunderschönes Austausch haben, ein wunderschönes Gespräch haben und in der Nacht oder im Abend passiert irgendwas, was dich sehr aufwühlt, negativ aufwühlt. Also wirst du getestet. So, deswegen gibt es auch in der Welt immer irgendwie noch was zu tun. Also zum Beispiel geht der Tag vorbei und du hast immer noch nicht den Abwasch gemacht. Ja, weil du dich zum Beispiel in ein künstlerisches Projekt rein vertieft hast. Also du siehst immer, dass irgendwie was nicht komplett ist. Es gibt immer was zu verbessern. Es ist nie irgendwie perfekt. Und es geht nicht nur dir so, das geht auch den anderen so. Und du willst Verständnis dafür haben, dass jemand deine Unvollkommenheit versteht. Deswegen habe auch und verstehe auch die Unvollkommenheit von jemandem anderen. So, deswegen das Wählen der alltäglichen Prioritäten nimmt Rücksicht auf die Individualität der Person. Okay? So, im Grunde möchte ich dieses Broadcast nicht zu lange machen, weil ich denke, dass sonst zu viele Leute abschalten. Stattdessen möchte ich euch einladen, darauf zu achten, wenn ich wieder online gehe oder das dann im Nachhinein zu verfolgen, wenn wir dann das nächste Mal besprechen, in dem nächsten Durchgang besprechen. 5. Schritt, lerne das Wiedergutmachen, wenn der Partner verletzt wurde. 6. Schritt, Krisen als eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung zu sehen. Und 7. Schritt, die Bedeutung einer Beziehung zu verstehen. Visionsfindung, gemeinsame Zielsetzung. Ich wünsche euch einen tollen Vollmond. Ihr werdet bald von mir ein Video sehen über das Thema Jupiter im Wassermann und über die Entwicklungen. Aber ich wollte heute mal etwas darüber sprechen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Astrologe.